Wunderbar. Also ich würde es jederzeit wieder machen. Es ist echt ein schönes Ergebnis. Ich habe jetzt ja vor kurzem erst gerade die Fotos gesehen, wie es vorher ausgesehen hat. Und dadurch, dass es halt so wirklich gewachsen ist und ich halt nicht wirklich diesen, also Wow-Effekt war schon, jetzt weiß ich, wie es jetzt aussieht, aber nur durch die Fotos, wie ich es jetzt gerade gesehen habe und wie die Haare jetzt aussehen, das ist halt, finde ich, schon ein großer Unterschied. Und ja, ich würde es jederzeit wieder machen. Also ich mache da kein Geheimnis eigentlich draus. Also es ist manchmal so ein Icebreaker, wenn ich irgendwie Smalltalk beginne, dann hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber ich rede halt über meine Haare dann manchmal. Also Umfeld hat das gar nicht verstanden eigentlich, warum ich das mache. Weil bei meinem Vater war das so eine Sache. Warum machst du das? Weil er selbst sehr starke Geheimratsecken hat und er sagt so, ja, man muss halt damit leben, es ist halt so. Nein. Also die anderen haben es jetzt nicht so gemerkt, weil ich halt auch schon wusste, wie trage ich die Haare. Man hat es halt wirklich nur gemerkt, wenn der Wind gegangen ist oder wenn die Haare fettig waren. Und das war halt Jammern auf höchstem Niveau, muss ich natürlich auch sagen, aber ich bin halt sehr zufrieden damit und mir geht's besser. Und sonst, den Leuten fällt es eigentlich gar nicht auf. Also ich habe schon relativ lange überlegt, das heißt, ich habe im Internet auch immer schön erkundigt und für mich war es eigentlich nie eine Option, das irgendwie im Ausland machen zu lassen. Gibt es ja auch genug Anbieter, die halt. Aber für mich war es halt keine Option, weil es war in Wien, wenn ich irgendwelche Probleme habe, bin ich halt immer gleich vor Ort und die Videos haben mir sehr geholfen, die Fotos und einfach die jahrelange Erfahrung und der Name ist halt auch schon der Griff in der Werbung. Also man weiß auch schon, auf was man sich einlässt. Ich habe mit meinem Friseur darüber gesprochen. Der war auch sehr gespannt, wie das Ergebnis ist eigentlich. Und ja, Frisuren mäßig kann ich jetzt schon mehr ausprobieren, unter Anführungszeichen. Das heißt, ich kann die Seiten kürzer machen. Aber ich habe mit dem Friseur darüber gesprochen. Gesagt, cool. Und ihm ist natürlich mehr aufgefallen, weil er sich auch mehr mit den Haaren natürlich beschäftigt, weil er sie auch schneiden muss. Und ich würde auf jeden Fall sagen, warum nicht? Weil es ist ja das eigene Lebensgefühl dann auch da. Und wenn es geht, wenn alle Faktoren passen, einfach tun. Weil es dauert dann sowieso noch mal eine Zeit lang nach der Operation, bis das Ergebnis da ist. Aber wenn es dann da ist, ist man eigentlich ganz schön froh drüber.